bevor wir heute am Kerbe-Montag zum Nachtwächter und dieses Mal zur Beerdigung der Kerbe kommen, noch ein bisschen was vom Kerbe-Sonntag und dem Malwettbewerb für Kinder. Dieser wurde wie immer gut angenommen und die Kinder malten außerordentlich gute und fantasievolle Bilder mit Essinger Motiven. Leider fand die Prämierung etwas spät am Abend statt, sodass die Gewinner teilweise noch aus einem fast schon seligen Schlaf getrommelt werden mussten. Trotzdem freuten sich die Kinder über ihre Preise, die aus Eisgutscheinen, Maldrachen, Buntstiften und aus Chips für die Autoscooter bestanden. Da kam doch gleich noch mehr Stimmung auf. Gutschein von der Eisdiele über 10 Euro. Da kannst du ganz toll Eis essen gehen. Jetzt kommen wir zu unseren Viertklässlern. Da hat den dritten Platz die Sascha Dumont belegt. Herzlichen Glückwunsch. Den zweiten Platz in der vierten Klasse hat die Jamie Lynn Kilkenny gewonnen. Herzlichen Glückwunsch. So, und den ersten Platz der Viertklässler hat die Pauline Brüggemann gewonnen. Herzlichen Glückwunsch. Doch da nahte von Ferne ein trauriger Trauerzug, der unter der sachkundigen Führung von Bestatter Rainer Leibach angetreten war, des Essingers liebste Beschäftigung, nämlich das Feiern auf der Kerbe und damit diese selbst zu Grabe zu tragen. Die Geschwindigkeit des Zuges sowie die Gesichter der Zugteilnehmer waren der Ernsthaftigkeit des Anlasses angemessen und auch die Gäste der Kerbe wurden nachdenklich. Die Kerbe wird sogleich begraben, aber der Nachtwächter, der traditionsgemäß seit 5 Jahren hier steht, er hat euch zu berichten, dass die alles sage, warum Essingen jetzt und hier die Kerbe feiert. Wir machen es aber ganz kurz. Es ist Ende August, die Winzer hatten ihre Ernte eingebracht und der Herbst war noch nicht da, im Gegensatz zu heute. Der Herbst war noch nicht da und sie hatten Zeit, also konnte man wunderbar feiern. Und die Kirchweih, auf den Tag der Kirchweih, der in Essingen nach diesem Sonntag nach Bartholomäus dann gefeiert wurde, ist dieser Tag der Kerbe gewesen. Das kurz und bündig. So, und eine kleine Geschichte, eine gute Geschichte, bevor wir zu diesem trauernden Akt kommen, wird uns berichtet. Es gab in dieser Geremmestraße, es muss 100, vielleicht auch 150 Jahre her sein, auch, wie so oft, eine Familie, die hatte 9 Kinder. Es war nicht Anneliese, nein, die war in der Spanierstraße. Es war in der Geremmestraße, als sich diese Geschichte zutrug, die Frau erwartete ihr 10. Kind. Diese Geschichte ist verbürgt, ist wahr. Die Frau erwartete also ihr 10. Kind und sie lag im Krankenhaus, sie hat ein Kind geboren, ihr Mann war bei ihr und sie schickte ihn fort und sagte, jawohl, gib du dem Kind den Namen, wenn du zum Standesamt gehst, mach du das. Alles klar, er geht zum Standesamt. Ach Gott, jetzt überlichter. Und das Standesamt, wie soll das Kind heißen? Er sagt, Lisbeth. Also gut, das Kind heißt Lisbeth. Er geht wieder zu seiner Frau ins Krankenhaus. Und die Frau fragt er jetzt, was für einen Namen hast du denn dein Kind gegeben? Was sagt er? Lisbeth. Sagt sie, ah, du blöder Hund, wir haben doch schon eine Lisbeth. Es ist wirklich wahr. Und dann haben sie das eine Kind halt Lis genannt und das andere Bett. Also, es ist eine wahre Geschichte. So, okay. Nach dieser traurig beschwingten Einleitung tat unser Nachtwächter seine Pflicht und ging an die Durchführung der Kerbebeerdigung. Wer allerdings gedacht hat, dass alles nach Vorschrift ablaufen könnte, hat falsch gedacht. Das Kerbeteam ist jedenfalls immer für eine Überraschung gut. Und wer denkt bei einer Kerbe schon an Zombies? Sie etwa?
Tja, liebe Leute, diesen Brauch, der ist nicht neu, der Brauch, aber er ist eine gute Idee, wie wir alle finden, sind schwer mit Aldo. Also, Monsieur Laibach hat diesen Tag besorgt, es ist der alte Wagen von den vielen eurer Väter und Mütter ins Jenseits befördert wurden. Oder besser gesagt, 2 Meter tiefer. Aber da hat der Doppel haben sie zahlt. Nein, 1,80 Meter. Weil er ist es. Also 1,80 Meter. Jo, natürlich. Natürlich. Na gut, man hätte geschwichen, weil Unsterblichkeit hier, also keiner will mehr unsterblich sein. Zieh mal eine Frau, dass wir auch mal Geld hin. Ob, dass wir die Jungen Platz machen. Und die haben ja auch gute Ideen. Und ich kenne eine Fehlerfahrung mit Jugendlichen. Das ist ganz einfach. Diese Jugend ist niemals schlechter und besser gewesen als ihr auch hier. Das kann ich euch sagen. Ja. Gut, wenn man das auch sagt, jetzt aber, ja, was macht man eben? Zeig mal die Wutung mal begraben. Jetzt kann man gucken. Ist auch tot oder nicht? Aber er, ja, und jetzt kommt eigentlich zusammen ins Spiel. Das ist eine Sache der Bürgermeisterin. Kommen Sie her, bitte. Nicht umweh, sorry. Nein, weil dieser Mann hat, aber das sagst du so. Ja, um jetzt dem Ganzen ein kleines bisschen die Trauer zu nehmen. Natürlich haben wir niemanden Toten da drin, aber wir haben jemanden, der also kurz davor war, umzufallen. Alle Jahre wieder ist Wolfgang Volz derjenige, der sich hier von morgens bis abends rumreißt, bis tief in die Nacht, schon Tage, Wochen, Monate vorher und alles organisiert und macht. Und er war wirklich kurz davor, uns umzukippen. Und deshalb sind wir, eigentlich er war freiwillig bereit zu sagen, lass mich begraben, dann habe ich meine Ruhe. Aber dann ist uns zum Glück eingefallen, spätestens am Weihnachtsmarkt braucht man ja wieder. Also können wir jetzt nicht begraben. Und dann haben wir gedacht, da müssen wir was symbolisch machen, dann lassen wir ihn wieder auferstehen. Und wir haben ein kleines Holzkistchen. In dieser Holzkiste liegt ein guter Wein drin und die Zeitung vom heutigen Tag. Und das wollen wir jetzt nachher symbolisch zu Grabe tragen, damit wir es nächstes Jahr, wenn die Kerbe wieder eröffnet wird, wieder ausgraben können. Aber zuallererst möchte ich Sie bitten, unserem noch Gott sei Dank wieder auferstandenen Wolfgang Volz mal einen riesen Applaus für seinen mordsmäßigen Einsatz zu geben. Dankeschön, Frau Bürgermeisterin, wunderbar. Wolfgang, jetzt hoffe ich nicht, dass der so, weißt, diese Eckzähne gewachsen sind, weißt? So. Diese untoten Gehirn, was Grausliches, so. Hier wäre der Hals von zusammen. Und ohne. So ein bisschen Blut, ein bisschen Blut. Ich, das hätte man jetzt auch noch machen können. Ja. Gut. Okay, nächstes, ja. So, und jetzt, Rainer, walte deines Amtes.
So, und du gehst jetzt voraus, die Fackelträger hinten nach und die Kerbe, oder besser gesagt, ja, die Kerbe wird jetzt symbolisch am zweiten Baum rechts begraben.